Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Jetzt mache ich schon, ich muss wieder umstellen. Space Engineers. Nach langem sind wir da einfach den rausgedrückt. Wie ihr in der letzten Folge mitbekommen habt, ist ja das Raumschiff ein bisschen kaputt gegangen. Lag einfach an den super guten Fahrer. Ja. Oder, nee, wir schieben das auf den Architekten. Das ist auch du. Nee, das warst du. Auf jeden Fall, wir werden das Schiff, wir haben uns entschlossen, das komplett abzubauen. Und wir haben uns, glaube ich, schon ein Design überlegt, welches wir ne nutzen werden. Und werden das komplett umbauen. Also wir werden auch mit kleinen Blöcken bauen, weil ich glaube, mit großen hat das eher wenig Sinn. Könnten rein theoretisch das hier mal wieder in die Raffinerie reinhauen. Weil dafür für so viele Teile jetzt verschwendet. Na egal. Wenigstens haben wir jetzt einmal richtig viel Eis. Also an Eis soll uns erstmal nichts mehr mangeln. Genug Treibstoff für mein Schiff. Ja, also Treibstoff genug, aber sobald. Ja, doch, stimmt. Ja, stimmt, sorry. Ich habe gerade daran gedacht, dass wegen dass du Hydrogen-Tanks drauf hast, aber du hast ja keinen Hydrogen-Tank drauf, weil Hydrogen bringt nicht viel Eis, da musst du diese Hydrogen-Tanks draufhauen, weil du verbrauchst sonst zu schnell. Oh, das ist ein anderes Signal. Ja, schnapp es dir, wir brauchen wieder Ressourcen. Also ein kleines haben wir definitiv die Ressourcen dafür. Das ist ja was okay. Aber wir haben da noch relativ viele Thruster-Komponenten, sehe ich gerade. Ja. Schon vorproduziert. Nee, bauen können wir die gar nicht. Bauen können wir die nicht. Weil uns fehlt halt Gold und Platin dafür. Ja gut, wir haben halt trotzdem die Hälfte unserer Thruster-Komponenten verloren, glaube ich. Ja, wir haben die Hälfte verloren. Aber wir hatten ja auch noch, ich glaube, 200 da drin gehabt. Also rein theoretisch könnten wir es, glaube ich, schaffen, noch so ein Schiff zu bauen. Wenn wir auf jeder Seite einen Antrieb machen, dann schaffen wir das. Aber ich glaube, wir brauchen erst über ein kleines handliches. Was ich am Canvas bekommen. Was? Ein Canvas. Was das ist? Nö. So viele Spielstunden habe ich auch wieder nicht in dem Spiel. Wie viel hast denn du? 50 jetzt. Ich habe das jetzt ungefähr seit einer halben Woche. Bin schon wieder voll an unserer Base vorbeigeflogen. Müssen gucken, wie wir das jetzt regeln mit dem Riesencontainer. Den müssten wir, glaube ich, reparieren. Alter, der hat 0%. Eigentlich wäre es ja gut gewesen, hätten wir mal andocken können, ne? Wegen Hätte dem ja. Eis. Ne, besser, das hätte ja nicht viel gebracht. Das Eis wird nicht angenommen. Wie willst du denn Eis weiterverarbeiten? In Eis? Ach so, geht das direkt ins Dings rein? Das geht. In unsere Raffinerie. Ja. Okay, ja dann. Müssen gucken, dass wir das Eis vielleicht. Oder den Container einfach oben hingehen, reparieren den und setzen den einfach irgendwo anders hin. Dann haben wir unseren Eiscontainer oder sowas. Aber Sie hat aber 0%. weil wenn wir das hier kaputt machen, fällt das Eis dann runter und zerstört hier alles. Das
Das hat nur ein Interior Plate drin, ne? Das heißt, der wäre fast kaputt gegangen, die Box, ne? Ja, Noch wir 1%. Ja, deswegen. Wie machen wir das jetzt am blödesten? Wir können den einfach abbauen und dann ist 137 Kilo Eis weg. Warum ist das weg? Das liegt dann hier. Ja, das liegt dann hier und dann müssen wir das einsammeln. Aber weißt du, wie Ja. lange das dauert, das einzusammeln? Ne, mein Kai, können wir auch dann hier liegen lassen eigentlich. Ja, wenn man mal was braucht, nimmt man sich was weg, oder? Oder muss man Ja. das dann auch abbauen, oder kann man das nicht einfach Das, die abnehmen? spawnt halt, ne? Oh. Obwohl gar nicht wahr, die Geräte sind hier, oder hast du die heute rausgeschmissen? Ja, ich glaube, dass die Nein. spawnt, aber nach einer irgendeiner Zeit, die spawnt das auf jeden Fall. Aber wir können es rein theoretisch machen. Und dann würde ich halt. Was willst du, ganz ehrlich, was willst du mit so viel Eis? Später brauchst du so viel Eis, aber jetzt. Wir haben nicht mal ein Lagersystem, wo wir das überhaupt verbrauchen können. Ich würde sagen, wir machen einfach hier das Ding hier voll. Ein Container machen wir komplett voll bei dir. Mit Eis. Wir machen den hier in der Mitte. Weil da zieht er das auch direkt automatisch bei raus. Also Jonas, was jetzt? Warte mal. Ich glaube, das wird mir angezeigt, wofür es ist, oder? Das kennt was. Irgendwas zum Bauen. Wo hast du es? Wir haben zwei davon jetzt. Also, Canvas? Oh, pff, keine Ahnung. Sehr wahrscheinlich für einen Parachute oder sowas. Ja, stimmt, das kann gut sein. Sehr wahrscheinlich eh, ja, genau, irgendwas zum Bauen. Oh, da war auch Eis drin. In den Wo? Bohrern. In den Bohrern. Glaube, ich übernehme mal das ganze Eis. Warum ist denn die passiert? Ach so, da. Ich nehme. Ich Nee. nehm, hier unten liegt das Eis. 3 Kilo. Inventory full. Ist ja nicht viel. Ja. Ich pack's mal jetzt bei dir in den In G die Mitte. genau, damit er da das direkt da oben rausziehen kann. Schraub mal den nächsten Bohrer auseinander. Kann ich aber auch erstmal hier oben reinpacken, dass das voll ist, oder? 9 Kilo passen da rein. Ja, kannst du schon mal, kannst du auch reinpacken. Das wird nachher stressig, das hin und her zu fliegen. Wo ist das Eis denn? Hast du das schon gut raus? Pass auf, die Kapsel fällt ab. Ah ja, das gute Raumschiff, was wir letzte Folge zusammengeschweißt haben. Ja. So, ja, es ist hier nur diese riesen Kapsel. Ja, Container. Alter, was Was war war das? das? Alter, das war ein Meteorit. Was sind die aufgeknallt? Ich habe keine Ahnung. Ist der hier aufgeprallt? Ich glaube, der ist hier aufgeprallt. Genau hier, oder? Oder bist du mit dem Raumschiff gegengeflogen? Hä? Ich war doch unten bei dir. Nein, mein, vorhin, letzte Folge.
Kannst, keine Ahnung. Nee, egal, okay, wir müssen das große Ding jetzt Sollte man hier. den eigentlich sehen, den Meteoriten? Keine Ahnung, kann sein, dass er so klein war und einfach nur verpufft ist. Ja, ich glaube, wir könnten das hier mal abbauen. Boah. Okay. Alter. Finn! Nein. Oh, Junge, jetzt musst du ganz doll drauf aufpassen. Alter, er fällt halt exakt in Oh, die. Jonas, du bist da voll gegen geflogen. Hä? Finn, ich bin hier hinten. Der fällt weg. Wie? Hä? Finn? Der schickt runter. Der liegt bei mir da oben noch. Nein, der ist hier unten. Finn, Hä? dann habe ich ganz viel Spaß, den alleine da zu transportieren, weil wenn du den nicht mehr sehen kannst. Ich kann noch Eis holen. Ich weiß nicht, wo dein Problem ist. Okay. Bei mir war der da unten. Hä, ich guck mal, ob der jetzt wieder da ist. Ich hab wieder Eis voll. Ich habe etwa Synchronisierungsprobleme. Liegt nichts bei mir. Ja, bei mir Das liegt fällt da halt. unten. Ich muss mal was von hier unten holen. Das dauert halt ewig, bis ich das darf. Ja, Jos, das ist hier unten jetzt. Kannst du es aufnehmen? Ja, kann ich. Wie viel sind noch bei dir übrig jetzt? Warte, ich hab's. 119k. Bei mir auch. Okay, ja, dann ist es der gleiche Block, nur der liegt bei uns unterschiedlich. Sehr komisch. Kommst du da schnell dran oder ist der weit weg? Ja, geht. Ist der weit. Fällt der Gucken wir immer gleich mal weiter? hinterher. Nein, der fällt nicht weiter. Das ist ja das Komische. Der ist einmal runtergefallen wegen der Schwerkraft und dann ist er auf einmal mitten im Wald stehen geblieben. Hier, jetzt guck mal, wo ich fliegen muss. Ja, ich weiß ungefähr, wo der ist. Und hier, 300 Meter. 400. Noch 113. Ja, jetzt noch 113. Jetzt noch 109. Sehr komisch. Soll ich ihn mal verlassen? Nö, ist ja egal. Muss ich Ja, aber ein bisschen aber runterfliegen. das ist einfach so. Ist ja auch zum Beispiel so das Problem, manchmal, wenn du Sachen abbaust, dann liegen da Steine bei dir und bei mir liegen sie da nicht und dann kannst du nichts bauen. Das ist halt übelst scheiße dann. Das Problem hatte ich schon, als ich mit Leonard gespielt hatte. Dann wollte ich da was hinbauen. Ich dachte so, hä, wieso zum Verfick kann ich das da nicht bauen? Und er hat gesagt, ja, da liegt ein riesen Stein vor. Ich so, wie, da liegt ein riesen Stein vor. Leute, jetzt ist er bei mir auch weg. Jetzt ist er bei dir weg. Das ist jetzt weg bei mir. Ich bin gerade einmal gegengeflogen, aber ich kann durchfliegen. Ich prall Ah, nee, einmal der ist auf und da. kann dann Der ist durchfliegen. da. Ja, ich glaube, das ist unsere Reserve, wenn wir was brauchen. Jetzt ist hier oben sowieso so gut wie voll. Ich würde sagen, 50.000 reicht doch erstmal, oder? Ja, aber wir können vielleicht nur ein bisschen was bei uns in die Station reinpacken. Nochmal 6k oder so. Wenn das jetzt Eisen gewesen wäre. Hier in unseren Generator, weil da sind ein. Können wir nochmal 50k reinpacken. Ich würde sagen, das reicht erstmal. 10k sollten safe reichen. Ja, ist sowieso voll. Wenn wir mal wieder Eis brauchen, wissen wir, wo wir es holen können. Da passt nichts mehr rein. Musst du da reinpacken, in so einen großen Container. Okay, dann, der Architekt hat ja hier verkackt. Willst du mal als Architekt dienen und das Schiff bauen? Soll ich mich am Bild orientieren? Ja, würde ich sagen, oder? Oder ich google mal. Eigentlich ist das ja mega easy aufgebaut, das Ding. Ja, Ja, wow, sah auch nicht schlecht aus, aber ja. ich weiß, wie das Ding aufgebaut ist. Das kriege ich ganz schnell hergebaut. Dann sei du mal wieder Architekt. Okay.
Das muss ich alles wieder reinpacken. Landing Gear. Ich brauche Steel Plates zum Setzen. Steel Plates und Interrupter Plates. Alter, wir haben richtig viele Steel Plates. Ah, ich sehe gerade was, das ist eigentlich ziemlich schlau. Einfach an den Seiten Rädern platzieren, damit die, ja, nicht aufschlagen können. Wie Räder platzieren? Hier, warte. So. Ja, könnte man machen. Schmeiß mal das Ding an. Wer ist denn das? Minifuß. Ja, natürlich wollen wir jetzt auch ein Mini-Ding bauen, oder? Ja, könnte man machen, Räder. Wo sind hier die Construction-Dinger? Achso, hier. So. Cockpit. Und dann brauchen wir einen Drill. Wenn die überhaupt so hoch werden, was ich mal hoffe. Ah, schade, das funktioniert nicht. Ich glaube, drei Reaktoren sollten reichen. Wir brauchen auf jeden Fall okay, das sieht echt scheiße aus. Mit den Dingern unten dran. Die gingen ja gar nicht richtig hoch. Da machen wir sie ab.
Ja, für die Optik bist du da. Ja, genau, mach hier schon mal alles fest, obwohl ich gar nicht sicher bin. Sind das da für Dinger? Was ist das da? Auf jeden Fall die 8. Wir brauchen das Ding, das Ding. Das Ding, das Ding. Tak.